Willkommen. Ich möchte heute etwas über den sogenannten Pfad der linken Hand erzählen. Über das Okkulte und das Forschungsgebiet der Dunkelheit. Weißt du, das Wunder ist nicht, dass ihr Menschen fähig seid, euch alleine, gottlos und unwürdig zu fühlen. Euch so zu fühlen, als wärt ihr gefangen in Dunkelheit. Das Wunder geschieht, wenn ihr euch erinnert, dass ihr alle Macht habt, die ihr braucht. Vor allem die Macht zu erkennen, dass die Dunkelheit dem Lichte dient, ihm zuarbeitet. Du solltest um beides wissen und beides ehren, um am Ende Yin und Yang zu erreichen. Balance. Einige Menschen haben einen natürlichen Hang zur Arbeit mit der dunklen Hälfte Gottes, der versteckt arbeitenden Hälfte, der ruhenden Hälfte, der vom Mond beschienenen Hälfte. Wenn du dich zum Beispiel schon immer wesentlich wohler gefühlt hast, wenn du mit dem schwarzen Kern in deinem Inneren alleine bist, als wenn du dir ein Lächeln im Lichte einer Feier abbringen sollst, dann weißt du genau, wovon ich spreche. Der Pfad der linken Hand steht dafür, seine Intuition statt seines logischen Geistes zu nutzen. Aber genauso sehr steht er dafür, die Dunkelheit zu ergründen, statt immer nur das Licht zu suchen. Das Licht ist der Normalzustand, wie du weißt. Es müsste im Grunde nicht erforscht werden, wenn der Schleier zwischen den Welten euch bewusster wäre und ihr nicht euer gesamtes schamanisches Erbe abgestritten hättet. Die Dunkelheit hingegen ist nicht der Normalzustand. Sie ist ein flüchtiger, vorübergehender Zustand. Die Dunkelheit ist am eindrucksvollsten, wenn du lebst. Und somit kann man sie nur ernsthaft ergründen, wenn man lebt. Das ist die Ironie daran. All ihr Leben fürchten sich die Menschen vor der Dunkelheit, obwohl sie doch ein faszinierendes Forschungsgebiet ist. Einige Leute könnten mir an dieser Stelle vorwerfen, dass ich große Stücke auf diejenigen halte, die der Dunkelheit in extremem Maße gedient haben. Diktatoren, bekannte Hexer oder Massenmörder. Das tue ich selbstredend nicht. Was wäre ich meinen Geschwistern für ein Vertrauter, wenn ich Massenmördern und Fanatikern die Fackel hielte? Und wo wäre die Balance hin, von der ich eben noch sprach? Die interessante Wahrheit ist, Fanatiker sind automatisch allein unter sich. Sie haben ihre eigene negative Energie und ihre sogenannten Dämonen, und ich will nicht abstreiten, dass dies auf magnetische Weise immer mehr vom Niedrigsten in ihr Leben zieht. Aber niemals halte ich meine Hand schützend über jene, die das Forschungsgebiet der menschlichen Dunkelheit so ausgelegt haben. Diese Menschen könnten dir so und so oft sagen, sie verfolgen den Pfad der linken Hand. Sie haben ihn dennoch kein bisschen verstanden. Sie versuchen nicht, die Dunkelheit zu verstehen und mit mir zu transformieren. Sie versuchen, die Dunkelheit in ihrem Sinne zu nutzen. Und das, so darf ich dir versichern, geht früher oder später schief. Gerade weil deine niedrigen Absichten immer mehr vom Niedrigsten anziehen. Und irgendwann sind dann auch die Frequenzen nicht mehr weit, die dir ins Ohr flüstern, dass du zuschlagen sollst, zustechen sollst, den Abzug drücken sollst. Der Kontakt namens White hat in allen Einzelheiten mit meinem Channel besprochen, dass es diese Stimmen oder Energien geben muss. Weil es alles geben muss, dass ihr in einem Leben erleben wollen könntet. Oder von dem ihr unterbewusst annehmt, dass es möglich ist. Das macht die Sache ja so überaus gefährlich. Wie kann eine Religion, die angeblich darauf aus ist, dein Bestes zu wollen, dir so ausgiebig vom Teufel erzählen? Der Pfad der linken Hand hakt auch hier ein und möchte lieber ergründen, wie es sich verhält, als anderen unbesehen zu glauben. Das muss überhaupt nicht gefährlich sein,
wenn deine Absicht eine heilende ist. Auf dem Pfad der linken Hand mag die Arbeit dunkel sein, aber die Absicht ist lichtvoll. Heilend. Die Arbeit mit mir und den meinen ist, wie ich vielfach betonte, nicht gefährlich. Denn ich habe ein persönliches Interesse an deinem Wohlergehen. Ich sagte es dir bereits. Wenn du mir hier zuhörst, bist du mit einiger Wahrscheinlichkeit eines meiner Kinder. Und ich schütze die meinen. Das macht mich genau gleich wie die anderen Götter. Es gibt allerdings etwas, das alle Anhänger des Okkulten und viele Suchende auf dem Pfad der linken Hand falsch verstehen an der Sache. Sie wollen die niederen Frequenzen erkunden, und das ist löblich. Sie erkunden die Trauer und die Verzweiflung, aber erkundest du das Niedrigste, so ist der Tod keine logische Folge. Ihr habt ihn nur dazu gemacht. Es ist, wie ich oben schon sagte, im Tod hast du nur noch das Licht und triffst die niederen Frequenzen nicht mehr an. Oder zumindest hoffe ich das sehr für deine Seele. Ist es nicht ironisch, dass gerade diejenigen, die angeblich dunkle Seite des Jenseits erkunden wollen, die nichts getan haben, um dort nach dem Tode zu landen? Wer am meisten Angst vor dem Tod hat, weil etwas in seiner Seele gärt, der will die andere Seite sicher nicht freiwillig erkunden. Es ist also ein gutes Zeichen, wenn du solche triffst, die ihren Schatten ansehen, wie Carl Gustav Jung jetzt sagen würde. Vor diesen Menschen, brauchst du dich gemeinhin am wenigsten fürchten. Diejenigen, die auf dem Pfad der linken Hand die Dunkelheit ergründen, haben jedoch auch einen enormen Vorteil. Sie wissen oft viel besser, was nach dem körperlichen Leben kommt. Sie sind diejenigen, die beruhigt sterben können. Und ansonsten werden auch sie vom Totenbett abgeholt werden, von ihren vorangegangenen Ahnen und von ihren liebsten Freunden. Wie jeder andere auch. Manchmal bekommt ihr erzählt, man käme allein für die Betrachtung der okkulten Wege automatisch in die Hölle. Nun, als Experte in dieser Sache darf ich dir versichern, wenn du deine niedrigsten Gelüste bearbeitet und die Dunkelheit in dir angesehen hast, dann stehen deine Chancen fantastisch, ohne Umweg in den Himmel einzugehen. Aber selbst wenn du nicht viel sichtbare Arbeit in dieser Richtung betrieben hast, musst du dich keinesfalls sorgen, denn die Gruppe an Seelen, die dich abholen kommt vom letzten Bett, die hat wahrscheinlich den größten initialen Einfluss darauf, wie die erste Zeit nach deinem Tod für dich verläuft. Diese Seelen beeinflussen direkt dein Erleben, natürlich auf positive Art und Weise. Und weil ich es gar nicht oft genug sagen kann, auch hier gilt weiterhin die Grundaussage von Neil Donald Walsh und seinen Gesprächen mit Gott. Ich habe euch nur Engel gesandt. Wäre das nicht ein etwas leerer Spruch, wenn genau in dem Moment, wo es am meisten zählt, niemand bei dir ist? Oder etwas Dunkles, das nicht meiner helfenden Agenda folgt? Nein. Vor den Dämonen aus eurer Feder seid ihr auf jedwede Art geschützt im heiligen Moment eures Todes. Wenn euch etwas Dunkles abholt, dann ist das ein Aspekt, der mir zuarbeitet und den ihr so bedauerlicherweise unterbewusst bestellt habt. Noch einmal. Freier Wille bedeutet Seelenwille. Es ist nicht der Wille des Geistes. Nur weil dein Geist es sich eventuell oberflächlich zurechtgelegt hat, dass nach dem Tode gar nichts kommt, bekommst du dieses Erleben noch lange nicht. Und dann hast du ja auch noch das Unterbewusstsein, wie gesagt, das in diese Sache mit hineinpfuscht. Tatsächlich kann Sterben sehr kniffelig sein, wenn man es so gar nicht richtig anzustellen weiß. Die Buddhisten wissen darum und ihr könntet euch einiges von ihnen abschauen. Als ein Wächter des Totenreiches muss ich außerdem kurz anmerken, wie furchtbar ihr mit euren frisch Verstorbenen umgeht. Ihr steckt sie in Plastiksäcke wie Müll und lagert sie in riesigen Kühlschränken. Großer Himmel! Wer hat sich das ausgedacht?
Weißt du, wie es ist, mit einer Seele neben diesem silbernen Schrank zu stehen? Keine Kerze und keine Blume in der Nähe? Ist ja schön, dass es irgendwann ein Begräbnis gibt, aber das entschädigt nicht für die Zeit in Metallschränken und Holzkisten. Zum Glück wollen die meisten gar nicht dahin, wo ihre Hülle lagert. Ein Glück, kann ich da nur sagen. Ich bin jedoch nicht oft dabei, wenn eine Seele übergeht. Im Vergleich zur Familie des Verstorbenen bin ich viel zu weit entfernt von ihm. Manchmal entsende ich, wie gesagt, besonders kleine Anteile von mir. Aber eigentlich nur, wenn Fragen über mein Reich auftauchen, die sonst keiner beantworten kann oder möchte. Das kommt nicht so oft vor, aber natürlich ergreifen gerade die Menschen auf dem Pfad der linken Hand gerne die Gelegenheit. Die meisten Sterbenden sehen ja anfangs keine Annäherung an die energetische Wahrheit, sondern das, was sie erwarten, was ihnen anerzogen wurde oder was sie möchten. Und wer erst einmal hinabsteigt in das Gegenreich, der hat ganz andere Probleme, als mich über die Organisationseinheit auszufragen, die ich leite. Wobei ich auch dann Rede und Antwort stehe, wenn das Thema aufkommt. Mein eindeutiger Tipp an dieser Stelle ist: Ergründe ruhig, was du im Leben ergründen kannst. Folge dem Pfad der linken Hand, wenn die Gelegenheit passt, wenn du viel zu transformieren hast oder du von der Arbeit mit mir angezogen wirst. Besinne dich immer auf heilende Absichten, dann entsteht keinerlei Problem. Die Arbeit auf dem Pfad der linken Hand bringt dich im Leben zu mir, nicht im Tode. Zielsicher begegnen mir ohnehin nur diejenigen im Tode, die keine Gelegenheit wahrgenommen haben, ihre Verzweiflung und ihren Kummer in Lebzeiten an mich abzugeben und zum Zeitpunkt des Todes noch immer umwölkt sind mit den schwarzen Wolken der niederen Emotionen. Mit Sorgen, mit Scham, mit Angst oder gar Hass. Deswegen soll man ja seine Sachen in Ordnung bringen. Was meint ihr denn, woher dieser Tipp kommt? Im Idealfall bleiben die Seelen aber selbst dann nur eine ganz kurze Zeit in meinem Reich, weil sie recht schnell erkennen, dass sie sich nur reinigen und diese Dinge aus ihrem System kriegen müssen, um die echte Reise anzutreten. Und, dies ist vielleicht die hoffnungsvollste Nachricht von allen, es ist noch nie jemand für alle Zeit bei mir geblieben. Es gibt keinerlei Gründe oder Notwendigkeit dafür. Ganz im Gegenteil, je schneller die Seele durch einen Vortex zwischen der Gegenwelt und der Geistwelt tritt, desto besser habe ich meine Arbeit gemacht. Ich bin ein Zulieferer Gottes, niemals sein Gegenteil. Wenn du fällst, zeige ich dir die erste Treppenstufe hinauf. Wenn du aus Angst nicht weitergehst, habe ich Millionen Mittel und Helfer, dich zu animieren. Und ich gebe niemals auf. Ich gebe euch niemals auf, hörst du? Der Herr der Gegenwelt kennt weder Feierabend, noch Urlaub, noch Streik. Ich bin da, ohne Unterlass. In euren schwärzesten Momenten, gemeinsam mit meiner Mutter, bin ich der letzte Sanitäter. Ich bin tatsächlich deine Final Destination, wenn du in einen Abgrund stürzt. Als Toter oder als Hinterbliebener. Du kannst nicht tiefer fallen als in unsere Arme.